Hallo Freunde! Na, heute schon euren Sonnenschutz aufgetragen? Wenn nicht, dann ist das euer kleiner Reminder, auch indoor Sonnenschutz zu tragen. Trage ich wirklich immer auf, auch wenn ich den ganzen Tag drinnen bin, weil mir einfach schon viel zu viele Hautärzte gesagt haben, das ist das Allerbeste, was man seiner Haut tun kann, damit sie gesund bleibt, frisch und straff. Ja Leute, ihr habt im letzten Vlog kommentiert, ihr wollt Anti-Aging-Tipps. Hier habt ihr sie. Es gibt große Neuigkeiten. Und zwar habe ich recht spontan einen Flug gebucht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Aussage aus dem letzten Vlog. Duh, hat mich nämlich wieder verlassen. Der ist gerade auf Betriebsreise. Ja, und ich habe relativ spontan beschlossen, dass ich ihn überrasche und mir einfach auch einen Flug buche. Er hatte irgendwie in so einem Nebensatz gedroppt, dass das standardmäßig immer Doppelzimmer sind, die seine Firma bucht. Und dann dachte ich mir, bin ich doch einfach mal blinder Passagier, ne? Spare, spare, spare. Oh, Mist! Kennt ihr das, wenn ihr so ein Pickelchen habt, das eigentlich reif wäre, ihr aber gleich aus der Türe müsst und es sich nicht mehr lohnt, den jetzt zu beseitigen, weil sonst seid ihr draußen unterwegs und dann habt ihr da ein noch fetteres Ding? Oder bin es nur ich? Ich übe mich auch sowohl was das Nägelbeißen als auch generelle Selbstverstümmelung, wie sowas hier angeht, versuche ich mich echt krass am Riemen zu reißen. Bei denen bin ich jetzt echt schon ein halbes Jahr lang fast brav. Allerdings auch nur, weil ich mir wirklich immer regelmäßig Termine ausmache, um das aufzufrischen. Also ich merke schon jetzt so gegen Ende, fange ich abends schon wieder an, da so ein bisschen die Hände im Mund zu haben. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich machen will. Ich weiß nur, dass mir diese Smileys unglaublich gut gefallen haben. Ich glaube, ich habe so jetzt meine Nagel-Personality gefunden. Und hiermit willkommen zum neuen Vlog. Okay Leute, gerade angekommen und jetzt müssen wir gucken, wie ich in die Stadt komme. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was ich mit meinem ganzen freien Tag hier machen werde, aber das überlege ich mir jetzt einfach beim Frühstück. Okay, das sieht doch schon mal nach Croissant aus hier. Okay, wow, das ist so ein riesiges Baguette, super lecker gefüllt. Croissant gibt es dann dafür später. First Stop ist im Museum der modernen Kunst. Okay, Freunde, haltet euch fest. Der Eintritt ist einfach kostenlos im gesamten Museum. What? Wie geil. Das ist einfach riesig. Und mal gucken, was mein kleines Auge so erspäht an coolen Sachen. Ich habe in letzter Zeit eine Vorliebe für auch moderne Sachen entwickelt. Wow, das hier ist auch richtig cool. Das ist so ein bisschen mehr auf Möbel, Deko, Inneneinrichtung. Da dieser Spiegel, voll crazy, das sieht irgendwie richtig modern aus, ist aber aus den 1920ern. Okay, Freunde, es hat sich richtig gelohnt. Dieses Mal habe ich auch dran gedacht, von allem Fotos zu machen, also auch von den Beschreibungen, weil ich dann teilweise in meinen ganzen Fotos von den Reisen keine Ahnung mehr habe, von wem das ist. Voll cute hier auch vor dem Museum. Aber die kleinen Boys lassen sich trotzdem nicht vom Skaten abhalten. Okay, wow, der erste Weg in den ersten Shop ist in die Apotheke. Ich merke nämlich jetzt schon, dass ich mir Blasen reinlaufe. Das ist nicht so lustig. Wisst ihr, was richtig lustig ist? Ich versuche immer in den Shops nicht aufzufallen als Tourist und rede immer nur so wenig wie möglich, da mein Schulfranzösisch mir so halbwegs über die Runden hilft. Also ich verstehe, was die VerkäuferInnen sagen. Aber ja, beim Antworten wird es halt schwer. Also falls du Französin bist und gerade zuguckst, klingt das echt. Merci, merci, merci. Ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen. Die Aussprache habe ich nicht mehr ganz drauf. Tu sucre? Non. You speak very good French? Gracias. Guck mal, wie süß. Hier gibt es mitten in der Stadt auch öfter mal solche Buchkästen, wo die Leute einfach alles reingeben, was sie nicht mehr brauchen. Und dann kann man sich was mitnehmen. Hier. Japanese. Eine CD, auch nicht schlecht hier. Vom Regen geschützt ist es auch. We love eine gute Community. So wie ihr. Das ist einfach so smart,
dass ich das jetzt schon mache. Normalerweise ignoriere ich das immer, wenn ich merke, dass sich eine Blase bildet und klebe halt erst drauf, wenn eine da ist. Also auch hier merkt man, ich werde langsam vernünftig und erwachsen. So, und irgendwie habe ich schon wieder Hunger. Also ich würde sagen, man sieht, dass die Pariser Müllabfuhren streiken. Man kommt da einfach nicht durch, man muss einfach die Straßenseite wechseln. Erwartet mal, wer sich da jetzt einen Snack holen geht. Okay, wow, und solche Riesendinger haben die auch, hätte ich das mal gewusst. Ich habe mir jetzt 4 Stück genommen und werde die genießen. Macarons haben wir. Jetzt kaufe ich mir noch wieder eine Lippenpflege für unterwegs. Ich probiere mal die aus. Ich bin ja gerade auf so einem Lippenpflegetrip, wo ich die besten Produkte für mich finden will. Und zu den Macarons gibt es jetzt auch noch einen kleinen Kaffee. Also eine richtig schöne kleine Tea Time heute. Look at her. Hier direkt unterm Eiffelturm haben wir ein kleines Schlosslager. Das finde ich ziemlich nice, einfach mit Foto. Okay, richtig cute. Da hinten habe ich gerade eine Mädel angesprochen, die war mit dem Stativ da und hat mir so Mut gemacht, hier auch alleine ein Foto mit dem Eiffelturm zu machen. Ich habe nämlich echt gedacht so, nein Kim, und keine Ahnung, ich habe nämlich auch so ein kleines Stativ dabei. Pro-Influencer. Jedenfalls habe ich dann mitgekriegt, dass drei so Typen sich so abgesprochen hatten und sie beobachtet von der anderen Straßenseite kamen dann nämlich. Und die haben halt irgendwie gelacht und so, dass sie halt mit diesem Stativ da rummacht. Und dann habe ich verstanden, dass sie vorbeirennen und das Handy einfach klauen wollen. Bin dann mit über die Straße, habe sie angesprochen, gefragt, ob ich das Foto machen soll und ob wir nicht gegenseitig welche machen wollen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und sie hat so einen guten Job gemacht. Ich habe es geliebt. Und war aber dann so voll straight. Also es wurde kein Wort mehr gesprochen. Sie so, danke, hier, bitte. Und auf Wiedersehen. Ich konnte sie nur fragen, woher sie kommt. Und zwar aus Kasachstan ist sie. Voll witzig. Auch so ein kleiner Solo-Girls-Trip. Guckt, so können wir Girls uns gegenseitig aushelfen und bewahren uns vor einem Raub und Diebstahl. So crazy. Mich haben noch einige gewarnt, dass das hier in Paris so krass sein soll. Meiner Freundin wurden auch die Halsketten runtergerissen. Hier ganz wild da oben, glaube ich, beim Eiffelturm in der Nähe war das. Also behaltet eure Sachen gut bei euch, wenn ihr unterwegs seid. Okay, ich bin jetzt schon bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Und hier gibt es irgendwie weniger Bäckereien als in meiner romantischen Pariser Vorstellung. Okay, wow, ein Store, an dem ich einfach nicht vorbeigehen kann, ohne reinzugehen. Ist Sephora. Let's go. Seht ihr, was ich sehe? Ein ganzer Stand voller Bestseller. Und wir wissen, ich teste seit neuestem sehr, sehr gerne Bestseller. Size Up klingt sehr vielversprechend bei Mascara. Und dann auch noch Bestseller muss mit. Ich bin gerade hart am Überlegen, ob ich mir den Airwrap gönnen soll. Aber den kann ich eigentlich auch nach Hause bestellen, weil so viele von euch wollen, dass ich den vergleiche mit einer günstigeren Version. Und ich will den ja auch schon so lange mal testen. Ich denke, hierfür wird es auch langsam Zeit. Die Better Than Sex Mascara, die ist ja schon seit Jahren absolut gehypt. Also bisher liebe ich diesen Tag. Es ist, als würden wir so shoppen gehen. Me and my besties. Für meine Nasenpartie, für so Mitesserchen, werde ich jetzt mal das hier ausprobieren. Ihr könnt euch auf richtig geile Produkte auf dem Hauptkanal freuen. Ich räume gerade den halben Sephora hier leer. Love ausländische Supermärkte. Gucken wir mal so, was es da an Highlights gibt, was besonders geil aussieht. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Pariser offenbar sehr auf alles Keksartige stehen. Immer überzogen mit Schokolade, überall wo ihr hinguckt. Und so ein bisschen so Marmeladen-Stuff. So Gummizeug ist auch unglaublich beliebt anscheinend. Auch nicht ganz so mein Vibe, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass die hier so Haribo-Sachen haben, die ich bei uns noch gar nicht gesehen habe irgendwie. Da hinten waren wir gerade und hier geht es einfach noch weiter mit Keksen. Und da auf der Seite. Okay, darf ich euch einmal meinen absoluten Liebling zeigen? Das habe ich in New York immer getrunken. Gibt es bei uns irgendwie nirgends. Wenn ihr wisst, wo, dann gebt Bescheid. Das ist nämlich der Eistee ohne Zucker. Und da ich die ganze Zeit eh nur am Snacken bin, reißt mich das vielleicht so ein bisschen raus. Das ist genauso, wie wenn man sich ein Big Mac bestellt und dazu dann Coke Zero, damit man wieder gesund ist und sich das ausgleicht. Leider heißt weniger oder keine Kalorien ja nicht automatisch, dass es gesund ist. Oft sogar im Gegenteil. Alter, guckt euch das an. Also man sieht einfach, dass die Müllabfuhr hier gerade komplett am Streiken ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie krass es in dieser Straße stinkt. Unfassbar. Oh, ist das cute hier. Ich liebe es ja einfach so, durch die Gassen zu laufen, ohne Ziel und Plan. Einfach wie so in den Tag hineinzuleben.
das ist echt nice am alleine reisen. Das ist auch für mich so ein softes Experiment mal, wie es mir dabei geht, viele Tage am Stück ganz allein zu füllen. Und mein Safety-Netz ist sozusagen den ich dann abends immer treffen kann, dann wenn das Heimweh reinkicken würde. Also richtig, richtig nice. Wenn mir das gefällt, da geht's noch weiter. Dann werde ich das in Zukunft öfter machen. Auch mal so ganz allein irgendwo hinfahren. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal ganz alleine irgendwo auf Urlaub wart. Ich war bisher immer nur beruflich halt in Städten alleine. Auch mehrere Tage, aber dann halt immer irgendwie mit so ein bisschen Programm und Anhaltspunkten und eben Job. Einfach so machen, was man will. Das ist, bin ich gar nicht gewöhnt. Guckt mal, hier ist die Oper. Wie geil. Und Fun Fact, da war ich, als Nina ihr Auslandssemester in Paris gemacht hat, mit ihr feiern. Da finden Clubbings statt, also auf der anderen Seite. Aber das war eine der geilsten Locations ever zum Feiern, weil die Musik in so einer Oper halt natürlich richtig geil rauskommt. Guckt euch mal an, wie geil diese Lampen hier sind und das U-Bahn-Schild. Das ist wie in so einem Theme Park irgendwie. Okay, hier gibt es schon Demo-Vibes auf jeden Fall. Es sind ja aktuell Streiks im Gange in Paris. Das gehe ich jetzt schnell mal in den Laden hier rein. Inception. Ich bin gerade auf der Suche nach Dü. Der hat nämlich jetzt Schluss von der Arbeit und ist in einem meiner Lieblingsläden stranzt. Ich habe schon so Hunger. Ich habe auch schon gefunden, wonach ich gesucht habe. So eine dünne kleine Daunenjacke. Die sind so super, gerade wenn man auch im Winter so dünnere Mäntel tragen will. So, wir haben uns endlich getroffen. Die Meetings sind over. Und was haben wir da jetzt? Karage. Karage, das ist? Paniertes Hühnerfleisch. Und ich habe das hier. Und wir dachten ehrlich gesagt, dass das größere Portionen sind. Aber okay, whatever. Ich bin gespannt auf deine ganzen Videos jetzt. Ja, du kriegst ja gar nichts mit, was ich mache die ganze Zeit. Date ihn gerade ab und zeige ihm Fotos und so, was heute erlebt wurde. Mahlzeit. Und kannst du dir eigentlich öfter vorstellen, mich mitzunehmen? Natürlich, immer, gerne. Jetzt werde ich das Travel Girlfriend. Aber wenn es schon ein Hotelzimmer gibt und der Flug so easy geht, gut war es gewesen. Wir werden jetzt tatsächlich noch weiterziehen und woanders was essen. Weil die irgendwie nur wirklich so Kleinigkeiten haben und so ein bisschen gehobener sind. Und das ist gerade einfach zu teuer für den großen Hunger, den wir noch haben. Round 2. Ding, 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 ding. Okay, wow. That's the real deal, Freunde. Wahnsinn! Was ist da denn los? Okay, hier sind richtig krasse Randalierer gewesen. Die Mülltonnen sind auch komplett zerrissen. Schon irgendwie krass. In so einer eigentlich zivilisiert aussehenden modernen Stadt dann plötzlich solche krassen Ausschreitungen. Hier haben wir einen Polizist sogar im Hintergrund. Sogar Schaufenster sind eingeschlagen worden. Das waren auch mal Mülleimer. Die sind komplett zerschmolzen. Damn. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir jetzt öffentlich heimfahren. Ja, es kommt kein Taxi. Ja, es kommt kein Taxi. Die kommen nicht durch wahrscheinlich. Es ist auch alles gesperrt. Die U-Bahnen sind einfach auch gesperrt. Was ich auf jeden Fall gelernt habe in Paris, dass die Ampeln eigentlich nur ein Vorschlag sind. Ja, ein Vorschlag. Es hält sich einfach keiner dran. Die Straßen sind fünfspurig und alle fahren kreuz und quer. Und die Polizisten gehen drüber, alle Menschen gehen drüber. Da sieht kein Menschen, ob es eine Ampel rot oder grün ist. Ich werde euch up to date halten, wie das alles noch weitergeht. Schaut dafür gerne auch in meiner Insta-Story vorbei. Da seht ihr einiges auch schon vor dem Vlog. Ansonsten schreibt mir unbedingt mal, was ihr schon mal alleine gemacht habt. Und sei es irgendwie ins Kino gehen oder alleine essen gehen auch. Und wie ihr euch dabei gefühlt habt. Ich persönlich finde das bisher echt so richtig befreiend, den ganzen Tag einfach sein Ding zu machen. Drückt uns die Daumen, dass wir jetzt noch gut heimkommen. Bis dann. Bye.